Wagenfest. Die entstellten Nachrichten von dem Wagenfest Jagannaths gehören zu den ersten sagenhaften Berichten, die aus dem wiederentdeckten Indien vor mehreren Jahrhunderten ins Abendland hinüberdrangen. Aber erst durch die Gesänge Chaitanyas und seiner Gefährten, die vor dem hohen Wagen jubelnd tanzten, weil Krishna nun endlich nach Vrindavan heimkehrte, ist vielen Menschen selbst in Indien der verborgene innere Sinn dieses Festes wieder ins Bewusstsein gerufen worden. In Klammer Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 13.3 bis 79, 13.4 bis 84. Mahaprabhu stand in der Nacht auf, ebenso wie seine Bhaktas, und badete, um rechtzeitig Jagannaths Pandu Vijaya zu sehen. Mahaprabhu selbst schmückt jeden der Bhaktas mit dem Kranz und mit Sandelpaste. Diejenigen, die Kirtan tun sollen, werden von Mahaprabhu in vier Gruppen eingeteilt, und zwar je 6 Sänger und 2 mit Tontrommeln. Nityananda, Advaita, Haridas und Vakreshwara bekommen die Anweisung zum Tanzen. In der ersten Gruppe ist Swarupa der Führer und Damodar, Narayana, Govinda, Raghava Pandit und Govind Ananda singen den Refrain. Advaita ist der Tänzer. In der zweiten Gruppe ist der Hauptsänger Srivas. Der Tänzer ist Nityananda. In der dritten Gruppe ist der führende Sänger Mukunda, der Hauptsänger Haridas Thakur. In der vierten Gruppe ist der Führer Govinda und der Hauptsänger Vakreshwara. Außerdem gibt es eine Gruppe aus Kulina, eine aus Shantipur und eine aus Sri Kanda. Vier Gruppen singen vor dem Wagen, je 2 zu Seiten und eine folgt. Prabhu ließ eine besondere Shakti sichtbar werden. Zur gleichen Zeit war er in allen 7 Gruppen gegenwärtig. Bald ist er in einer Gestalt, bald in vielen Gestalten da. Je nach der Notwendigkeit offenbart sich seine Shakti. Aufgrund seines Versunkenseins in der Lila denkt Prabhu über sein Tun nicht nach. Die Lila Shakti kennt seinen Wunsch und besorgt alles entsprechend. So wie er früher als Krishna die Rasa-Lila und andere Lilas in Vrindavan tat, so tut Gaura in jedem Augenblick überweltliche Lila. Die Bhaktas erkennen das, aber niemand sonst. Dass es so ist, dafür gibt das Bhagavata Shastra den Beleg. Fußnote 559. In Bhagavatam 10.33.3 heißt es, dass Krishna, der Herr der Yogis, im großen Reigen der Gopis sich vervielfältigte und sich jeweils zwischen 2 Gopis befand. Wenn Prabhu zu tanzen begehrte, dann schlossen sich alle 7 Gruppen zusammen. Wenn Prabhu Udana Kirtan tun wollte, dann schlossen sich Srivas, Ramai, Raghu, Govinda und 5 andere, in Klammer rings um ihn, zu einer Gruppe von 10 zusammen und sangen. Mahaprabhu wirft sich nieder. Und mit zu Jagannath erhobenem Gesicht rezitiert er: Ich bin weder Brahmane, noch Kshatriya, noch Vaishya, noch Shudra. In Klammer, das heißt, ich gehöre keiner der 4 Kasten an. Ich bin kein Schüler, Brahmachari, kein Hausvater, kein Waldeinsiedler, kein schweifender Asket. In Klammer, das heißt, ich gehöre keiner der 4 Lebensstufen der religiös-sozialen Ordnung der Welt zu. Aber ich bin ein Diener der Diener der Diener Krishnas,
des Herrn der Gopis, des Nektar-Ozeans höchsten göttlichen Glücks. In Klammer Padyavali 72, ein Vers Sanatanas. Dann beugte er sich von neuem, verehrend grüßend nieder, und mit gefalteten Händen grüßen auch die Bhaktas, Bhagavan, Jagannaths Bildgestalt. Wie ein emporgeworfener Stab und mit Humkaralaut brüllend, tanzt Prabhu schnell im Kreis wie ein Fackelrad. Fußnote 560. Der Feuerkreis, den eine geschwungene Fackel zu binden scheint. Wann immer Prabhus Füße beim Tanzen den Boden berühren, zittert die Erde, zusammen mit Bergen und Meer. Er erstarrt, ist voller Schweiß, die Härchen seines Leibs sträuben sich. Er zittert, errötet und erblasst, von mancherlei Wogen des Prema überwältigt, voll Stolz, ekstatischer Freude und sich erbärmlich dünken. Wenn Prabhu stolpert und auf die Erde fällt, sieht es aus wie ein goldener Berg, der sich auf der Erde bewegt. Chaitanya Chandrodayam 10. Von hoher Terrasse schauen die Gattinnen Pratapa Rudras und ein Kämmerer den Tanz Chaitanyas und der Seinen. Der Kämmerer: Schaut, schaut! In dem ungezügelten Tandava-Tanz des Herrn der Welt, Chaitanya, halten sich alle gegenseitig an den Händen, die Arme vorstreckend, und gehen jeden Schritt ununterbrochen mit, aus Furcht, des auf den Boden stürzenden Mahaprabhu zu verletzen. Die Königinnen: Oh, das können wir gut sehen. Der Kämmerer: Schaut, schaut, jetzt springt er auf wie eine Gazelle, dann wieder schreitet er wie ein Königselefant und dann wieder eilt er umher wie ein Fackelrad. Der Herr der Asketen. Alles ist Ausdruck der Wogen von Ananda. Und je nachdem, welches Lied Svarupa andeutet, dieses Lied singen sie alle mit Liebe, und in Gestalt der inneren Bedeutung des Liedes tanzt Gaura mit Erstarren und Tränen, mit brechender Stimme, mit Zittern und sich sträubenden Haaren, in Schweiß, mit Lächeln und in Ohnmacht sinkend. Alle Sattvika Bhavs der Prema Bhakti treten auf. Die Königinnen: Wundersam erstaunlich ist dieser Ananda des Prema. Der Kämmerer: Schaut, wie viele starke und hohe und weniger hohe Wellen hat dieser Ozean des Ananda in der ekstatischen wilden Freude des Tanzens. Und Bhagavan Gaura kommt in den Zustand der Ohnmacht aus göttlichem Glück. Der Schaum von Speichel, der in seinem Munde war, und der Wind des Atems werden nicht mehr wahrgenommen. Ein Keim von Zuversicht ist nur eben sein leuchtender Glanz. Die Königinnen: Er ist Gott, der Herr. Dieses Wissen ist es, wodurch die Bhaktas sich noch am Leben halten. Wie wäre es sonst möglich, dass sie ertragen könnten, das zu sehen? Der Kämmerer: O Leben, Leben! Das Haar sträubt sich wieder. In den Augen sind wieder Ströme von Tränen. Speichel fließt wieder von seinem Mund. Und Atem bewegt seine Lippen. Freudiger Lärm der Stimmen aller derer, die um ihn herum sind, erhebt sich. Der Deva wacht auf. Er legt die Ohnmacht, die durch Versinken in sein eigenes Gottesglück entstand, wieder ab. Die Königinnen: Oh, auch wir leben wieder, auch wir leben wieder. Der Kämmerer: O wundersam erstaunlich, durch eben dasselbe Lied, durch das er ohnmächtig wurde, durch eben dasselbe Lied kam er wieder zum Bewusstsein. Was für ein seltener, unbeschreiblicher Mantra, der eigenwillig ist, um sowohl Beginn wie Ende hervorzurufen. Und dann, von stärkstem Sturm von Ananda getrieben,
Diese Wellen von Tanz, von göttlichem Wahnsinn. Durch ekstatische Freude wird noch stärkere ekstatische Freude verursacht. Und durch die Windstöße des Anandasturms ist eine Aufeinanderfolge von wild bewegten Wogen. Die eine Welle vernichtet die andere. Die letzte wird stark und schwillt und wird von einer neuen Welle vernichtet. Diese mannigfaltigen Wirkweisen sind aus Wellen des göttlichen Glücks, Ananda, geboren und nicht aus dem Inhalt des Liedes geboren. O, oh, welche Lieblichkeit des Prema von Swarupa! Swarupa ist voll Furcht, dass Chaitanya sich verletzen könnte. Er, der mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf den Boden schreibt, überwältigt von der Schnelligkeit der Woge der Freude, aufstehend und schnell sich wieder niedersetzend. Doch zart hält Swarupa mit der eigenen Hand die Hand des Deva zurück. Fußnote 561. Kavi Kanapurna, der Autor der vorstehenden Szene, war als Knabe selbst Zeuge des Tanzes von Chaitanya. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 13.107 bis 114, 13.112 bis 199. Er hörte mit dem Tandava-Tanz auf und gab Swarupa eine stumme Anweisung. Fußnote 562. Tandava, ein Tanz, in dem das Männliche mehr betont wird. Lasya, ein Tanz, in dem das Weibliche mehr betont wird. Chaitanya ist nun im Bewusstsein Radhas. Er hört mit dem Tandava-Tanz auf und gab Swarupa eine stumme Anweisung. Dieser kannte Prabhus Herz und fing an zu singen. Den Herrn meines Lebens habe ich gefunden, um dessen Willen ich im Feuer des Madana verbrannte. Fußnote 563. Madana, der Gott der Liebe. Der Wagen bewegte sich, wenn Gaura sich bewegte, und wenn Gaura stillstand, stand der Shyama Jagannath allmählich still. Auf diese Weise rangen Gaura, der goldene Chaitanya, und Shyama, der dunkle Jagannath, miteinander. Der ganz starke Gaura hielt den Shyama auf dem Wege auf. Chaitanya Chandrodayam 10. Ach, der Herr der Welt, der auf dem Wagen steht, streckt seine beiden Arme weit aus, um in Liebe Sri Gaura Chandra auf den Wagen hinaufzunehmen, während er im Bewusstsein Radhas tanzend wegläuft in einer Anwandlung von Zurückhaltung. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 14.63 bis 215, 14.65 bis 230. Mit Schwierigkeiten kommt der Wagen in Gudija an. Prabhu ruhte aus im Garten Ai. Prabhu erkannte, Krishna ist nach Vrindavan gekommen. Das Aufleuchten der Trennung Radhas von Krishna hörte auf. Er war versunken in den Rasa. Nun sind Radha und Krishna in der Lila zusammen. Im Vaya Indra Yumna fand die Lila der Wasserspiele statt, nach der Art der Wasserspiele in der Vrindavan Lila. Sarvabhoma spielte mit Ramananda Rai. Die Würde beider war dahin. Sie waren wie Kinder. Als Mahaprabhu die unbedachte Ausgelassenheit beider sah, sagte er lächelnd zu Gopinath Acharya, in Klammer Sarvabhomas Schwager. Beide sind hochgelehrt und tief wie der Ozean, und sie sind Respektpersonen. Und nun sind sie ausgelassen wie Kinder.
Verbiete es ihnen. Gopinath sagte, wenn ein Tropfen des großen Ozeans deiner Gnade aufspritzt, dann gehen die Berge Meru und der Mandara-Berg im Wasser unter. Ist es erstaunlich, bei zwei solchen kleinen Bergen, Sarvaboma und Rai, das ist deine Gnade, dass du den Nektar der Lila jenem Sarvaboma zu trinken gabst, dessen Leben mit dem Essen trockener Argumentation dahinging. Lachend brachte Prabhu nun den Advaita herbei und hieß ihn auf der Oberfläche des Wassers liegend als Shesha der Vishnu als Ruhebett dient. Prabhu selbst ruhte auf ihn und offenbarte die Lila Maha Vishnus, der auf dem Bette der Shesha ruht. Advaita machte seine eigene Shakti offenbar und Mahababu fuhr auf ihm auf dem Wasser umher. Prabhu ruhte 9 Nächte in dem großen Blumengarten, der Jagannath Vallabha genannt wird. In der folgenden Szene des Wagenfestes von Puri werden das Reich der göttlichen Allmacht und Majestät und das Reich der göttlichen Lieblichkeit, das Reich Lakshmis und Radhas, einander gegenübergestellt. Lakshmi, die heilige Macht Narayanas in Gestalt, versucht vergebens, dem Herrn des Alls, Jagannath, der auf hohem Wagen nach Vrindavan zieht, dorthin zu folgen. In den Wechselreden zwischen Prabhu und seinen Bhaktas werden Begebenheiten der inneren Lila erörtert. Prabhu fragt lächelnd den Swarupa, warum Lakshmi Devi nicht mit Jagannath ging. Swarupa sagt, Lakshmi hat keine Befähigung zu Lila von Vrindavan. In Klammer, sie kann nicht vergessen, dass sie die große Lakshmi ist. Und sie vermag nicht, sich in dienender, liebender Unterordnung den Gopis zu unterstellen. Bloß die Gopis vermögen die Lila von Vrindavan zu steigern. Außer den Gopis kann niemand Krishnas Herz stehlen. Prabhu sagte, Krishna hat doch keine Schuld. Warum ist Lakshmi zornig? Swarupa sagt, das ist die Natur derer, die Prema haben, dass bei einer Spur von Gleichgültigkeit des Geliebten Zorn entsteht. Im Verlauf des Wagenfestes entwickelt sich nun Streit zwischen den Dienern Jagannaths und den Dienern der Lakshmi. Die Ersteren werden von den Letzteren gebunden und die Dienerinnen der Lakshmi schlagen den leblosen Wagen. Als Prabhu die kühne Verwegenheit der Dienerinnen der Lakshmi sah, ging er mit seinen Bhaktas lachend hin. Damodar sagte, das ist eine Art von kränkendem Stolz, Mana, wie man ihn sonst in den 3 Welten nicht zu sehen bekommt. Prabhu sagte, sprich nun von der Art und Weise des gekränkten Stolzes, Mana, von Vraja. Gekränkter Stolz, nicht weil die Geliebte sich verschmäht fühlt, sondern weil der Geliebte sich einer großen Freude beraubt. Swarupa sagte, der gekränkte Stolz der Gopis ist wie ein Strom von Hunderten von Armen. Auf Wunsch Chaitanyas beschreibt Swarupa die verschiedenen Arten der Heldinnen in der Lila von Vrindavan. Die Schlichtheit und Naivität der ganz Jugendlichen bis zur kühnsten Verwegenheit anderer. Er beschreibt die Wesensart derer, die gefasst sind im Liebestreit, und derer, die ihre Fassung verlieren, und derer, bei denen Fassung und Zerbrechen der Fassung gemischt sind. Als er das vernahm, hatte Prabhu unendliches Glück, Ananda, und sagte wiederholt, sag mehr, o Damodar.
Damodar spricht von der Lauterheit des Prema, der Gopis, von der Vielschichtigkeit dieser Liebe, die auf mannigfaltigste Art, oft höchst dramatisch, in der Form von Abweisung Krishnas kein anderes Ziel kennt, als den Geliebten mehr und mehr zu erfreuen. Als Prabhu das vernahm, war er hell entzückt, und in Glück versunken umarmte er den Swarupa. Auf Wunsch Prabhus spricht Swarupa von Radha, deren Herz Vrindavan ist. Doch in scherzhaften Streit mischt sich Srivas ein. Srivas sagt lachend: Vernimm, O Damodar, den großen Reichtum meiner Lakshmi. Der Reichtum Vrindavans besteht lediglich in Blumen, frischen Blättern, farbigen Lehm, vom Berge Govardhan, Pfauenfedern und Gunja-Früchten. Deine Gopis kochen Milch ab, quirlen Sauermilch, während meine Herrin Lakshmi auf dem Löwenthron aus Edelstein sitzt. Also spottete Srivas, und Mahaprabhu und seine eigenen Diener lachten, als sie es hörten. Prabhu sagt: Srivas, du hast die Natur Naradas. Die Gottesmajestät deines Herrn sagt dir deshalb zu. Damodar Swarupa ist ein lauterer Bewohner von Vraj. Er bewegt sich in lauterem Prema und die Gottesmajestät gefällt ihm nicht. Swarupa sagte: Srivas, höre sorgfältig zu. Der Reichtum Vrindavans kommt dir nicht in den Sinn. Fußnote 565: Der Reichtum Vrindavans, eine Bezeichnung für Radha. Alles in Vrindavan ist Radhas ewige Entfaltung. Der Reichtum von Dwaraka und Vaikuntha, in Klammer ist gleich Lakshmi, ist lediglich ein Tropfen des natürlichen Reichtums von Vrindavan. Goloka heißt es, die Erkenntniswelt. Nur wenige Bhaktas, Seiende, sind es, die auf Erden wandeln und von diesem Lande wissen. Zitiert aus Brahma Samhita 5.56. Fußnote 566. Die Strophe aus der Brahma Samhita, die im Chaitanya Charitamrita gekürzt ist, wird hier vollständig wiedergegeben. Als er das vernahm, tanzte Srivas in Prema versunken und lachte schallend. Als Prabhu vom lauteren Rasa Radhas hörte, begann er in ihren Rasa versunken zu tanzen.